Hier habe ich eine Spielübung, bei der Kommunikation und Konzentration gefordert sind. Bei dieser Übung spielen zwei Mannschaften gegeneinander, das Spielfeld ist dabei auf ein halbes Hinterfeld begrenzt. Der Ball kann entweder per Aufschlag oder vom Trainer in das Spiel gebracht werden. Nachdem der Ball über das Netz gespielt wurde, wechselt ein neuer Spieler, mit dem Spieler, welcher über das Netz gespielt hat, die Positionen. Außerdem können die Mannschaften, nachdem der Ball über das Netz gespielt wurde, ein neues Spielfeld aussuchen. Dabei wird die Kommunikation in der eigenen Mannschaft gefördert und der gegnerische Angreifer muss vor jedem Angriff überprüfen, in welche Richtung er den Ball spielen muss. In diesem Video habe ich vier verschiedene Varianten für euch. Natürlich könnt ihr aber die angewandten Grundtechniken an euer spielerisches Niveau anpassen. Variante 1 – Zuspiel nach vorne und Angriffsschlag im Stehen. Variante 2 – Zuspiel über Kopf und Angriffsschlag im Stehen. Variante 3 – Zuspiel nach vorne und Angriffsschlag im Sprung. Variante 4 – Zuspiel über Kopf und Angriffsschlag im Sprung.